Hallo und herzlich willkommen. Wir sind beim nächsten Spiel des Turniers und wir machen jetzt eine ordentliche Introduction. Und ich kann leider nicht in die Vision von Rizzo gehen, aber ich werde es anhand seines Sounds hören, was er tut und was nicht. Kannst du doch hier bei mir. Ja, aber dann sieht man die Symbole nicht mehr, kriege ich schöne weiße Symbole. Aber gut. Okay, wir beginnen bei Oma. Alles klar, bin ich drauf. In der rechten oberen Ecke vom Team Advanced Combat Moves. Oma. Und in der linken unteren Ecke unser blauer Terraner vom Team I Am One Grimo. Mit dem Schaf. Wunderbares Introduction. Hammer. So professionell. Ich muss zugeben, diese Cheese-Videos, Rizzo, machen mir so viel Spaß, dass ich Lust hätte, heute nochmal welche aufzunehmen, aber natürlich macht es auch Sinn, jetzt erstmal auf die Eingaben der Community zu warten, weil wenn da Replays kommen, das ist vielleicht sehr, sehr interessant. Finde ich Na gut, total schön. von mir aus können wir auch, was weiß ich, alle 3 Tage machen, sind die schneller aufgebraucht. Ja, die Problematik ist, das weiß ich halt nicht so genau, wie ich das in der Basketballsaison hinbekomme. Würde ich auch gerne machen, aber lass uns erstmal mit 5 Tagen anfangen und dann mal schauen. Dienstag 6 Uhr steht noch, ne? 6 Uhr? Hast du gesagt, Dienstag 6 Uhr, die geplante Veröffentlichung. Ach so, ja. Richtig. Weil ich habe Nächster schon Termin. hochgeladen. Naja, das steht noch. Ich habe auch das erste Video schon oben. Diese Spoiler. Ja, wir müssen die Leute ja irgendwie auf unsere Channels ziehen. Also gerade bei Rizzo. Ich finde das irgendwie traurig, dass ich der einzige Mensch bin, der immer nur immer Kommentare schreibt. Oder was passiert Na denn gut, hier? Klicks habe ich meistens bei jetzt noch Cheese 10 bis 20. Ah, okay. Okay, es wird gescoutet. Also spielen wir eigentlich Proxy, ne? Sehe ich eigentlich auch so, aber vielleicht ist das einfach zu viel Geklicke mit der linken Hand. Also Na gut, dann muss er immer vor der Hand. Grimo hat einen gebrochenen Arm. Deswegen, und auch noch, es ist auch noch, er ist Rechtshänder und nicht Linkshänder, richtig? Und er hat den rechten Arm gebrochen. Grimo, ich ziehe tief meinen Hut vor dir, dass du überhaupt Also, mitspielst. gebrochen worden, weil du musst doch mal nachher mal ihn fragen, wie das passiert ist. Ich Also, weiß, wie wie das geht das mit passiert. dem Ich wollte es sowas nur im nicht und Niederschlag? ich wollte es nicht auf dem Stream sagen. Das ist für mich schon eine eher private Ja. Information. Aber gut. Das war's mit dem Reaper. Nein, das war's mit dem Reaper nicht. In Kürze war es das mit dem Reaper. Das war die genau falsche Richtung zu abhauen. Aber Aber er ging noch scoutet ein paar wenigstens Minuten. viel. Die Problematik ist, das wird ihn trotzdem richtig bitter treffen. Jetzt kommt eine Wall. Problem Dieser ist halt, dass Reaper und Triple. Moons die gleiche Range haben. Kann man nicht head-on fighten. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der ist sofort tot. Aber rein von der Vision her Und ist das alles gescoutet. es braucht ja nur Ruhe. Da kommt ein Bunker und 2 Marines. Da kommt das OC. Grimo versucht sich hier tapfer zu halten. Supply Block leider. Das ist gegen einen All-In natürlich Rizzo. sehr suboptimal. Als Cheese-erfahrener Mann, was ist das stärkste Gebäude ever im ganzen Spiel? Mal 2 Hitpoints. Na, stärkste Gebäude. Was hältst du, welches Gebäude hältst du am stärksten? Nexus. Mit Nexus können. Also ich viel. Also ich finde den PF stärker. Aber die kann ich in Luft schießen. Sehr gut reagiert von Grimo. Was hat. Es. TG? Ja.
Okay. Also dafür war der Eco-Nachteil eigentlich zu krass, aber vielleicht war es ein Idra-GG. Ja, wollte ich gerade sagen, willkommen beim Spiel Idra gegen Grimo.